Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für diesen ersten Sonntag in der Fastenzeit steht im Buch Hiob und er ist ziemlich lang. Ich lese ihn vor. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn umsonst zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest töricht. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm. Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Amen. Der erste Sonntag der Fastenzeit und es fängt gleich richtig an. Nicht vorsichtig tastend, nicht erstmal dran gewöhnen und den Kater ausschlafen, sondern direkt hinein in die ganz großen Fragen, in das Leid und die Frage nach dem Warum. Warum darf Jesus denn nicht aus Steinen Brot machen und damit das Hungerproblem aus der Welt schaffen? Warum ist es so schlimm, den Teufel anzubeten, wenn man dafür doch die ganze Welt regieren könnte? Warum geschehen Leid und Krankheit und Tod? Warum trifft es immer die Falschen? Um es gleich vorwegzunehmen, die Frage werde und kann ich nicht beantworten. Die Fastenzeit ist nicht dazu da, Antworten zu geben. Womöglich sogar schnelle und leichte, die man dann abhaken kann, um wieder weiterzumachen wie bisher. Die Fastenzeit ist dazu da, mit auszuhalten. Eigenes und fremdes Leid, so wie die Freunde von Hiob. Sie kommen und erkennen ihn kaum, weil es ihm so irrsinnig schlecht geht und es verschlägt ihnen die Sprache. Und das ist gut so. Dort, wo das Leid am größten ist, kann man nichts sagen, was irgendwie hilfreich wäre. Worte versagen, Trost ist nicht in ihnen. Und das Einzige, was da hilft, ist Mitleiden, ist Solidarität. Sich nicht drüber stellen, nicht alles besser wissen und beurteilen können, nicht darauf hinweisen, dass irgendwann schon wieder die Sonne scheint und die Zeit ja im Übrigen alle Wunden heilt. Das tut sie nämlich auch nicht immer.
sondern mitleiden, die Kleider zerreißen, sich dazusetzen in die Asche, das Leid aushalten und die Wortlosigkeit und beieinander sein. Es heißt, gesegnet ist, wer Freunde hat wie Hiob. Und das ist auch das Geheimnis der Gemeinschaft der Heiligen, der Kirche. Denn sie ist die Gemeinschaft derer, die miteinander solidarisch sind, die bereit sind, einander zu sehen und füreinander da zu sein, sogar dort, wo das Helfen sich so unheimlich hilflos anfühlt, so ohnmächtig, am Krankenbett sitzen und einfach nur da sein, ein Lied in die Stille singen, beten und klagen, Gott nicht vergessen. Gott. Gott und Satan. Gott und Satan sind die Hauptakteure in Hiobs Drama und in Jesu Versuchungsgeschichte. Und vielleicht sind sie es in all den Dramen, die uns alle an den Rand des Glaubens führen. Gott, bei Hiob ist er derjenige, der ihn wahrhaft kennt, der Hiobs Herz kennt, der ihm traut, der ihm zutraut, treu und voller Liebe zu sein. Gott glaubt an Hiob. Satan dagegen ist der Durcheinanderbringer, der Infragesteller, die Stimme der Welt, wenn man so will. Natürlich, so argumentiert er, natürlich ist Hiob treu, aber nur, weil er davon auch etwas hat. Das ist doch ganz normal. Wer würde denn schon glauben oder sonntags in die Kirche gehen oder sein Leben nach Regeln ausrichten, die man nicht selber gemacht hat, oder für andere da sein, wenn es sich nicht auszahlt? Wenn man nicht auch etwas dafür bekommt, Hiob hat es doch leicht zu glauben, ihm geht es ja auch gut. Schrecklicherweise gibt es in der evangelischen Kirche eine große Bewegung, die genau so spricht. Wir nennen das Assekuranzfrömmigkeit, also Glaube lohnt sich. Prediger in aller Welt füllen große Hallen, wenn sie beschwören, dass der Glaube an Gott das Leben der Einzelnen besser macht. Und zwar sehr konkret: eine bessere Arbeitsstelle, mehr Geld, eine gute Beziehung, Besitz und Wohlstand. Das alles wartet auf die, die nur anständig glauben. Wenn es noch nicht da ist, dann ist man eben nicht aufrichtig genug. So ähnlich werden später auch die Freunde von Hiob argumentieren. Sie werden sagen, Hiob, guck doch noch mal, es muss doch einen Grund geben, dass es dir so schlecht geht, denn sonst könnte es doch kein Unglück geben. Aber das, liebe Gemeinde, ist Satans Perspektive, das ist sein Argument, nicht Gottes. Gott glaubt an den Menschen, der an ihn glaubt. Und das ist genug. Die Schönheit, der Trost, der Frieden des Glaubens, das ist der Glauben selbst. Nichts sonst. Glauben kann sich nicht auszahlen, wenn er nicht als solcher einen Wert hat. Und deshalb stellt Gott fest, umsonst hat der Satan Hiob verdorben. Wegen nichts. Und für nichts. Aber dem Satan ist das nicht genug. Wenn es schon nicht der Wohlstand ist, für den Hiob glaubt, wahrscheinlich ist er so ein Gutmensch, dann wird es eben seine körperliche Unversehrtheit sein. Denn das erleben wir. Wer krank wird, dessen Welt bricht doch zusammen. Der muss doch am Warum verzweifeln. Also geht der Satan ihm an die Gesundheit. Und Hiobs Frau in der Tat reagiert auch entsprechend. Sie sagt zu ihm, hältst du denn immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Es ist doch umsonst, dass du festhältst. Kein Nutzen, kein Sinn steckt darin, also zieh doch die Konsequenzen. Aber Hiob reagiert mit dem Satz, der wohl der berühmteste und vielleicht auch ein bisschen der fatalste aus dem ganzen Buch ist. Hiob sagt, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Oder anders, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn.
Es gibt ein Problem mit diesem Satz, weil er so fatalistisch klingt. So als sei alles, auch das Schlimme und Böse, einfach hinzunehmen. Als sei alles, was geschieht, Gottes Wille. Als sei Gott mit dem Schicksal gleichzusetzen, das blind ist und willkürlich und ohne Gnade. Aber so ist Gott eben nicht. Gott will das Leben und nicht den Tod. Auf diese große Erkenntnis bereiten wir uns jetzt 40 Tage lang vor. Deshalb taufen wir Menschen seit 2000 Jahren auf den Gott des Lebens. Deshalb haben wir Hoffnung am Grab, im Tod, im Leid. Und deshalb ist Hiobs Satz anders gemeint. Denn er ist der Anfang einer inneren Auseinandersetzung. Hiob erlebt Krankheit und Leid und ist beschäftigt mit der Frage, wo ist Gott darin? Ist es Gottes Wille? Ist es eine Strafe? Eine Prüfung? Und er gelangt zu dem Schluss, nein, all das nicht. Und Hiob protestiert bei seinen Freunden unermüdlich, nein, und bei Gott selbst. Er protestiert gegen das Unrecht und gegen das unverschuldete Leid. Er empfängt das Böse, aber er ist nicht bereit, es hinzunehmen. Christen sind Protestleute gegen den Tod, so hat es Christoph Blumhardt einmal gesagt. Und schon Hiob war so einer. Wir können das Leid, das uns unverschuldet umsonst ankommt, nicht ändern. Wir müssen es hinnehmen, aber wir können und dürfen und müssen mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden Gott und Satan auf einmal eins. Die Fastenzeit ist Bußzeit. Sie dient der Auseinandersetzung mit meiner Schuld, mit meinen Begrenzungen, meiner Ignoranz, meinen Versuchungen und sie dient auch der Umkehr. Aber sie ist vor allem die Zeit, in der wir uns der Beziehung zu Gott vergewissern. Wo ist Gott? Wie ist er? Was will er von mir und was gerade auch nicht? Glauben ist niemals fertig. Und in jeder neuen Situation, mit der wir hadern und gegen die wir protestieren, spüren wir das. Glauben ist kein Konstrukt, das man annehmen und schlucken muss und das man dann abhaken kann. Glauben ist lebendig und er bewährt sich. Jede Situation im Leben, ob man nun noch ganz jung ist oder schon älter, ob man krank oder gesund ist, reich oder arm, mächtig oder ohnmächtig, jede Situation hat das Potenzial, auf Gott hin durchsichtig zu werden. Und manchmal muss man darum wie Hiob ringen, der erst ganz am Ende des Buches, 42 Kapitel später, von Gott die Antwort kriegt, Recht hast du gehandelt, protestieren, das ist der Weg. Manchmal also sehr lange. Manchmal kommt man auch nicht mal zu einem Ende. Aber die Gewissheit bleibt, Gott ist da. Und Gott glaubt an uns, umsonst, ohne dass er dafür etwas erwartet, ohne dass es Gott etwas bringt. Manchmal wartet er vielleicht auch vergeblich. Aber wir sind auf dem Weg, nicht so sehr nach dem Warum zu fragen, sondern zu protestieren und das Ziel zu suchen und an Gott festzuhalten, der in allem da bleibt, der mit in der Asche sitzt, der mitlebt und mitstirbt.